Jetzt mache ich ein bisschen Spagat, weil ich möchte weiterreden gerne mit Peter Scholler-Thur, ein, ja, was ist er, Chronist, Journalist, Weltreisender, der erfolgreichste Sachbuchautor Deutschlands der vergangenen 23 Jahre, wie ich jetzt auch lesen durfte. Freuen uns auf jeden Fall auch sehr, dass Sie da sind, Herr Scholler-Thur. Wir haben eben darüber gesprochen, Religiosität. Sie waren da jetzt wirklich alle Krisen her dieser Welt miterlebt, haben Kriege miterlebt überall auf der Welt. Sind Sie religiös? Ja, und es hat mich gefreut, dass also auch noch junge Kollegen, die meine Enkel sein könnten ungefähr, noch diesen religiösen Charakter des Weihnachtsfestes bewahren. Und ich bin es jetzt nicht erst geworden, aber ich bin sehr streng katholisch erzogen worden, das bleibt in einem stecken. Ich will nicht sagen, ich wohne ja manchmal in Rhöndorf im Rheinland, ein ganz katholisches Nest, da hat mich einer mal gefragt, vom Schützenverein, ich bin ja Ehrenmitglied im Schützenverein, ich kam mal gerade aus der Kirche, aus der Hubertusmesse von den Schützen heraus, sagte, sind Sie fromm? Und ich sagte, nee, ich bin katholisch. Aber das verstehen nur Katholiken. Ja. Ich bin in der Diaspora des Nordens groß geworden als Katholik, also das ist schon okay. Momentan gucken alle natürlich zum UN-Hauptquartier, dort werden 12.000 Seiten durchstöbert, durchforstet, weil man wissen will, was denn da nun drinsteht in dem Dossier des Iraks zu den Massenvernichtungswaffen. Sie haben immer keinen Hehl daraus gemacht. Sie haben gesagt, es wird irgendwann wieder einen Krieg geben im Irak gegen den Irak. Wird es ihn geben oder glauben Sie, dass dieses Dossier noch Sachen an den Tag bringt, dass die Amerikaner sagen, wir machen es nicht? Es deutet alles darauf hin, dass es Krieg geben wird. Vermutlich wird er nicht in der Weihnachtszeit beginnen, er wird nach Neujahr beginnen. Dann sind doch die Vorbereitungen abgeschlossen. Aber Amerika, der amerikanische Präsident, hat sich so festgelegt, nicht nur sagen wir, auf die Beseitigung von Massenvernichtungswaffen, sondern auch auf die Beseitigung des Regimes und der Person Saddam Hussein, wenn er es nicht tut. Und wir müssen auch die Dinge mal aus der Perspektive der arabisch-islamischen Welt sehen. Wenn das nicht gelingt, dann hat George W. Bush seinen Krieg gegen den Terror verloren. Und das kann er nicht anstrengen, wird es machen müssen. Es gibt auch andere gute Gründe, also für ihn gute Gründe, diesen Krieg zu führen. Aber das ist der Zwang, unter dem er steht. Sie sagen gerade, für ihn gibt es gute Gründe. Gibt es für Sie als Journalist einen Grund, dass er den Krieg führen muss? Im Grunde nicht. Ich war der Mutter Saddam Hussein, ich werde ihm keine Tränen nachweinen. Diktator, darum geht es viel. Er ist auch ein sehr grausamer Mensch, hat sich hochgeschossen, hat viele Leute umgebracht. Ist skrupellos gewesen in jeder Beziehung, ist ein Monstrum, kein neuer Hitler, wie man behauptet, natürlich nicht. Das ist, sagen wir, kein ausreichender Grund, ihn zu beseitigen. Im Übrigen, da man keine Beziehungen zwischen Saddam Hussein und der Terrororganisation Al-Qaida herstellen konnte, oder Osama bin Laden wirklich nicht, nämlich Saddam Hussein ist ein schlechter Muslim gewesen und ein Feind dieser islamischen Richtung, dann hat man also diese Massenvernichtungswaffen gefunden. Das ist eine große Gefahr der Zukunft, aber im Irak hat man so viel rumgestöbert, dass dort also im Grunde das Arsenal relativ begrenzt ist. Es geht natürlich A, um die Person Saddam Hussein, das ist ein persönliches Anliegen geworden, und, das muss man auch sagen, es geht um Erdöl. Nicht wahr? Wir hatten vor wenigen Wochen Franz Althoff hier, der das ja auch nochmal sagte, das Erdöl ist halt der Faktor. Heute sagen die Amerikaner, sie haben Atomwaffenlager auch noch in dem Iran wohl entdeckt durch Satellitenaufnahmen. Ja. Also wird jetzt auch noch gleichzeitig auf den Iran geschielt, ob man da vielleicht auch noch sagen muss? Das verstehe ich nun gar nicht, also, auch vom strategischen Standpunkt. Der Iran hat ja einen 8 Jahre langen Krieg geführt gegen den Irak. Und das vergessen ja die Leute immer, der Irak hat angegriffen und zwar mit Ermutigung des Westens, mit Ermutigung der Amerikaner. Die Amerikaner wussten natürlich, wer Saddam Hussein damals war, aber er war ihnen nützlich. Nämlich damals hat ja im Iran damals die Revolution des Ayatollah Khomeini stattgefunden. Der Schah war vertrieben worden, der amerikanische Einfluss war ausgeschaltet worden und sie dachten, das wäre dann ein Spaziergang. Sie haben also hinter dieser Attacke gestanden. Sie wussten, dass Saddam Hussein kein sehr empfehlenswerter Mensch war, aber damals ging der Spruch um, he is a son of a bitch, but he is our son of a bitch. Er ist ein Hurensohn, aber er ist unser Hurensohn. Ja. Und insofern ist das alles nicht sehr, sehr erquicklich und sehr appetitlich.
Erdöl ist sicherlich ein Faktor, die Rohstoffe. Ist es auch so bei George W. Bush Jr., dass er das vollenden will, was sein Vater 91 vielleicht nicht geschafft hat? Spielt das eine Rolle? Glauben Sie das? Das könnte sein. Also ich weiß aber nicht, ich will nicht in die Psychodramen der Familie Bush eindringen. Das kann ich nicht so sehr beurteilen. Beim Erdöl ist eine andere Frage. Mehr und mehr erkennt man ja, dass das Zentrum der Verschwörung, auch vom World Trade Center, gar nicht so in Afghanistan war, sondern in Saudi-Arabien. Und irgendwann wird der Schlag gegen Saudi-Arabien fällig sein. Und dann wird man, das ist der Hauptlieferant an Erdöl überhaupt auch für die USA unentbehrlich, und dann wird man eben auf den Irak zugreifen können, nämlich dann wird man irgendeine Marionette wahrscheinlich installiert haben. Das wird gar nicht so einfach sein vielleicht. Aber der Wahnwitz ist einfach, dass man gleichzeitig den Iran reinzieht. Nicht? Der Iran ist wirklich der Todfeind von Saddam Hussein. Und statt also die Situation zu nutzen und eventuell ein paar Sympathien in Teheran zu sammeln, nicht wahr, stößt man auch noch den Iran ins andere Lager rein. Ein Thema, was uns alle momentan beschäftigt, wie soll sich denn Deutschland nun eigentlich verhalten? Bisher heißt es, nein, wir werden uns an dem Krieg nicht beteiligen. Wie sollte sich Deutschland Ihrer Meinung nach verhalten? Ja, da sind ein paar Sachen viel schiefgelaufen. Nicht? Ist völlig richtig, und der Bundeskanzler hat völlig recht, deutsche Soldaten haben im Irak nichts zu suchen. Da sind die Fuchspanzer jetzt mal hin stationiert worden, und wenn sie schon da sind, das sind defensive Waffen, und wenn die Amerikaner in Giftschwaden geraten, ist ja verständlich, dass wir ihnen beistehen. Das sollten wir Fuchspanzer auch einsetzen. Was ich viel mehr befürchte, ist, dass nach einem amerikanischen Sieg, einem Blitzsieg, so ähnlich wie in Afghanistan, im Irak, dass dann die schwierige Phase beginnt, die der Pazifizierung, der Befriedung des Landes, des Nation Building, wo man so schön sagt, man redet davon, dass man die Demokratie einführen will, also, dass ich nicht lache. Und dann braucht man eine Stabilisierungskraft, so wie in Kabul jetzt, diese ISAF-Brigade, in der die Deutschen das Kommando übernommen haben und mit 2400 Mann vertreten sein. Das ist eine ganze Menge. Und dass man dann auch sagt, ja, jetzt kommt ja die Friedensstiftung, jetzt sind die Europäer oder die UNO dran, und das wird die gefährliche Phase werden, nämlich der Partisanenkrieg. Und das ist in Kabul das Gleiche. Und das sieht unsere Regierung offenbar überhaupt nicht, oder aber aufgrund ihrer Attacken gegen die USA vor der Wahl, ist sie so sehr jetzt in die Knie gegangen, dass sie zu allem bereit ist. Jetzt hat ja dieser internationale Terrorismus auch Formen angenommen, die man bisher eigentlich nicht kannte. Ich meine die Anschläge auf Urlauber in Kenia, Djerba, Bali zum Beispiel. Glauben Sie, dass das zunehmen wird? Ja, ich warne davor, das alles unter einen Hut zu setzen. Man sagt sofort, es ist Al-Qaida. Nicht? Dass bei den IKEA-Anschlägen nicht sofort Al-Qaida im Gespräch war, es ist ein Wunder. Da gibt es natürlich Gruppen, die parallel arbeiten. Aber ich war jetzt gerade vor kurzem in Afghanistan. Ich habe in den Dörfern, ich habe eine besondere Beziehung dort, ich bin also auch in die Provinz in die Dörfer reingekommen, habe die Dorfältesten gefragt, wann habt ihr denn das Wort Al-Qaida, das ist ein schwieriges arabisches Wort, wird ja auch immer falsch ausgesprochen, wann habt ihr das zum ersten Mal gehört? Sie haben gesagt, nach dem 11. September, und die haben es geschworen. Wir haben gesagt, wir wussten natürlich, dass die Araber da waren. Die waren auch nicht besonders beliebt bei uns. Die Afghanen sind fremdenfeindlich, mal gemein. Außer gegenüber den Deutschen, die lieben sie mit einer gewissen Affenliebe. Aber sagt, der Begriff Al-Qaida ist eine Simplifizierung, genauso wie der Begriff Osama Bin Laden. Der existiert natürlich, die Amerikaner kennen ihn sehr gut, die haben ja lange genug mit ihm zusammengearbeitet. Aber daraus, sie wollten eine Horrorgestalt aus ihm machen, was für Amerika auch stimmt. Und haben gar nicht bedacht, dass sie in den Augen der islamischen Welt auf einmal zu einem Helden des Islam wurde, zu einem neuen Saladin gewissermaßen. Sie haben diesen Popanz im Grunde aufgebaut. Wo ist denn der Osama bin Laden nun? Da streiten sich die Geheimdienste. Nicht wahr? Viele sagen, er sei im pakistanisch-afghanischen Grenzgebiet. Er scheint noch zu leben. Aber wir müssen aufpassen, nicht wahr? Wir leben ja wirklich, das beschreibe ich in meinem Buch ja auch sehr genau, wir leben im Zeitalter der organisierten Lüge und Desinformation. Von allen Seiten, das gehört heute zur modernen Kriegführung. Ich mache auch gar keinen Vorwurf daraus. Aber Sie können heute, wenn man wir alten Fernsehhasen wissen ja, früher hat man mogeln können, indem man aus einer großen Menge eine kleine Gruppe machte und einer kleinen Gruppe aus einer kleinen eine Riesenmenge. Heute wird es ganz anders gemacht. Heute wären sie in der Lage, in die Höhle neben Osama bin Laden den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu setzen und den Allahu Akbar schreien zu lassen. Keiner wird es machen. Wenn es jetzt zu dem Krieg kommen sollte, wo Sie ja von ausgehen und wir alle hoffen, dass es nicht dazu kommt, packen Sie da die Koffer und sind Sie dann vor Ort?
Ich werde möglicherweise hingehen, aber nicht in der ersten Phase. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, die erste Phase bringt nichts. Und die verurteilende Situation stellt sich erst später ein. Ja. Es interessiert mich schon zu sehen, wie das abläuft. Das ist einfach eine professionelle Neugier, wollen wir mal sagen. Ich will gar keine Botschaft überbringen mit meinem Bericht. Professionelle Neugier. Können Sie sich vorstellen, irgendwann auch mal zu sagen, die Krisenherde dieser Welt interessieren mich nicht mehr, ich möchte jetzt einfach mal meine Ruhe haben? Ja, mein Gott, das kommt bestimmt. Ich werde im März 79 Jahre alt. Es ist ein Wunder, dass ich überhaupt noch so rumlaufe. Aber nein, ich bin auch sehr dankbar dafür. Ich betrachte es auch als ein Geschenk Gottes gewissermaßen. Aber es wird natürlich der Zeitpunkt kommen, wo ich dazu nicht mehr in der Lage bin. Ich werde auch aufhören, wenn es mir keinen Spaß mehr macht. Also diese Afghanistan-Reise, die letzte, die sehr beschwerlich gewesen ist. Ich war mit einem Team, das hätten auch meine Enkel sein können. Das hat mir ein ungeheures Erlebnis gegeben. Und im Grunde, was mich im Journalismus, was mich in meinem Beruf, der im Grunde mein Hobby ist, reizt, sind die starken Erlebnisse, die starken Empfindungen. Wie auf Französisch sagen wir, les émotions fortes. Sie haben leider in Ihrem Leben ganz oft recht gehabt mit Ihren Prophezeiungen, die Sie angestellt haben. Wir hoffen diesmal, dass Sie nicht recht haben, dass es keinen Krieg gibt. Vielen Dank, Peter Schollertour. Danke schön.